in Iran, die Frauen haben viele verschiedene Probleme. Wir haben fast keine Rechte. Zum Beispiel, wir können nichts entscheiden, welche Kleider wollen wir tragen oder welche Farbe. Mhm. Und wir machen das, also die Männer sagen. Wir müssen immer folgen, was die Männer sagen. Wir haben immer keine Rechte und wir müssen immer darauf kämpfen. Ich kenne also viele Frauen, die zum Beispiel, die wollen nicht Kopftuch tragen. Und die sind ohne Kopftuch auf der Straße gekommen und die sind jetzt im Gefängnis. Wir mochten ein freies Leben haben. Also wir mochten etwas machen, was wir wollen. Ich habe immer gekämpft. Ich konnte es nicht nur sagen, okay, das ist so, ich muss das machen. Mhm. Nein. Deswegen habe ich viele verschiedene Probleme bei der Polizei bekommen und ich musste über das flüchten.